Die CDU fordert zusätzliche Taurus-Raketen in die Ukraine zu liefern und diesen furchtbaren Stellvertreterkrieg noch weiter zu verlängern. Die BSW-Abgeordnete Sevim Dardelen hat eine geniale Rede gehalten, wo sie diesen Kriegsirrsinn, den die CDU hier gerade fordert, etwas entgegensetzt. Und diese Rede schauen wir uns jetzt an. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Friedrich Merz, Sie wollen jetzt die Marschflugkörper Taurus an die Ukraine liefern? Ja, da frage ich mich, sind Sie denn wirklich des Wahnsinns? Glauben Sie ernsthaft, mit der deutschen Wunderwaffe die Wende in einem nicht gewinnbaren Krieg gegen die Atommacht Russland herbeizwingen zu können? Haben Sie sich je gefragt, warum die USA eben keine Marschflugkörper an die Ukraine liefert? Die russische Groß... Ja, ganz einfach, weil die USA erst ihre blöden europäischen Vasallen vorschicken. Wenn das dann zu keinen großen Gegenreaktionen führt, dann können sie ihre eigenen Marschflugkörper auch nicht liefern. Wenn gerade noch welche verfügbar sind. Also die USA kratzen natürlich nicht ihre eigenen militärischen Reserven an. Also die wollen schon die Neuproduktion von der Rüstungsindustrie oder irgendwelche Altbestände an die Ukraine liefern. Also die Europäer, die blöden, die können ruhig ihre ganzen Reserven leeren, das sind ja nur die Vasallen. Großstädte treffen können. Mit diesen Taurus-Marschflugkörpern könnte die Ukraine strategische Ziele in Russland angreifen und die Eskalationsschraube ein großes Stück weiterdrehen, warnt der ehemalige höchste General der NATO, Harald Kujat. Und wie meinen Sie, Herr Merz, wird es nach 27 Millionen Opfern durch Nazi-Deutschland aufgenommen werden in Russland, wenn Deutschland jetzt Waffen liefert, mit denen Moskau beschossen werden kann? Ihre Wunderwaffe für die Ukraine, Herr Merz, ist nichts anderes als eine neue Eskalationsstufe und eine ungeheuerliche Gefährdung unserer Sicherheit hier in Deutschland, aufgesetzt von einem gerne groß, der den großen Feldherrn spielt. Es bleibt hier in diesem Haus zu hoffen, dass sich gegen diesen Irrsinn die Vernunft durchsetzt. Wir brauchen nicht Taurus nach Ukraine, sondern Diplomaten zur Beendigung dieses Krieges. Vielen Dank. 100% schon wieder super auf den Punkt gebracht. Die Ukraine braucht vor allem eines: Frieden. Und es könnte ein Frieden so leicht erreicht werden. Russland ist zur Verhandlung bereit. Russland hat gesagt, Anerkennung der territorialen Realitäten, Neutralität, Entnazifizierung, Demilitarisierung, das sind unsere vier Forderungen. Und wenn ihr die einhaltet, dann gibt es Frieden. Das ist die russische Position. Und die russische Position, die hat sich sogar verhärtet durch die Kompromisslosigkeit der Ukraine. Die ukrainische Position ist nämlich, Russland kapituliert, zieht sich von der Krim und aus dem Donbass zurück und die Ukraine kann jedem Bündnis beitreten, dem sie will. Also das ist die ukrainische Position. Selenskyj hat Verhandlungen mit Putin per Dekret verboten und der Westen hat all das herbeigeführt, indem er im Frühjahr 2022, wo Russland und die Ukraine sich schon mal auf ein Friedensabkommen geeinigt hatten, wo Russland sogar bereit war, sich zurückzuziehen, Druck auf die Ukraine ausgeübt hat. Also das ist die Situation, die wir gerade haben. Sevim Dardelen hat daher gerade die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Sevim Dardelen, gute Abgeordnete, hat einen eigenen YouTube-Kanal, da haben wir uns gerade die Rede angesehen. Schaut da gerne vorbei. So. Und was ich noch sagen wollte, bevor ich das Video hier schließe, das zeigt auch, dass die CDU keine Alternative ist. Die CDU macht genau die gleiche Kriegspolitik gegen Russland, gegen China, gegen den Iran wie die Ampelkoalition. Genau die gleiche Politik, die an amerikanischem Interesse, oder ja nicht mal im Interesse der Mehrheit der Amerikaner, sondern im Interesse einer kleinen Gruppe von Rüstungslobbyisten, von Superreichen, von Geostrategen ist. Das ist keine Politik, von der irgendein normaler Mensch profitiert. Das ist komplett irre Kriegshetze, von der sich dann die Rüstungskonzerne die Taschen voll machen können. Und unter der dann die aktuell vor allem die hunderttausende Menschen, russische und ukrainische Soldaten vor allem, die gerade an der Front sterben, zu leiden haben. Also wie gesagt, die CDU ist keine Alternative. Die CDU ist genauso kriegstreiberisch drauf, vielleicht sogar noch kriegstreiberischer als die Ampel. Das sollte man auf jeden Fall auch noch in den Blick nehmen.